Was? Die greifen mich jetzt wirklich an? Das war ein Scherz! Was? Die greifen mich an? Ich war nicht vorbereitet. Ja, auch nicht. Oh nein, lass schnell zurück. Nein, das zählt nicht. Das zählt nicht. Weißt du? So schon mal gar nicht, Kollege. Nun denn. Ihr habt ein Talent für dramatische Auftritte. Ich hätte das wahrscheinlich auch selbst geschafft. Aber ich bin trotzdem dankbar für euer gutes Talent. Ja, ja, jetzt allein natürlich. Ihr seid der Schüler, von dem Darth Baras berichtet hat, oder? Nein. Endlich hat es jemand erkannt. Ich habe ein Talent für das Offensichtliche. Darum bitte ich Baris auch immer um eine Gehaltserhöhung. Halidral Setsin. Ihr seid also hier, um Lord Ratari auszuschalten. Das wird nicht einfach. Normalerweise erscheint er, vernichtet und verschwindet dann wieder. Ihr werdet ihn aus der Reserve locken müssen. Ja, das werden wir wohin kriegen. Er hat ein paar dicke Geschäfte am Laufen. Wenn ihr die platzen lasst, habt ihr seine Aufmerksamkeit. Was müssen wir platzen lassen? Seine Geschäfte. Es wird mir eine Freude sein, Rataris Pläne zu durchkreuzen. Er wird ausrasten, also seid bereit. Ein Tipp, wenn ihr anfangen könntet. Ratari hat kürzlich das Huttenkartell unter Druck gesetzt. Es heißt, dass sie ihm bald einige wichtige Gebiete überschreiben werden. Er und sein Schüler Gierig hatten eine Konferenz mit den Hutten in deren Kartell-Hauptquartier. Also, wenn ihr da reinplatzt... Wäre Ratari nicht gerade sehr erfreut. Genauso wenig wie die Hutten. Das Kartell ist mit dem Imperium verbündet. Sehr ein bisschen Ratari mad. Kann sie nicht einfach angreifen. You mad, er bro? Muss diplomatisch vorgehen. Leider gilt dasselbe auch für euch. Wenn ihr euch mit den Hutten anlegt, sollte besser keiner übrig bleiben, der euch identifizieren kann. Ja. Ich werde mein Bestes tun, um den Frieden mit unseren Verbündeten zu wahren. Ja, ja. Bei der Alternative könnte man zwangloser vorgehen. Wenn diese ganze Geschichte vorüber und Ratari erledigt ist, können wir uns vielleicht besser kennenlernen. Wenn ich in der Stimmung bin. Wenn euch schon das Töten eines Sith-Lords nicht romantisch stimmt, dann wohl gar nichts. Ich muss mich jetzt um eine Sklavenlieferung kümmern. Aber ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Viel was Glück. Was war das für ein Gespräch gerade? Ich habe keine Ahnung. Gute Unterhaltung. Lass uns gehen. Ob wir heute noch einen Flashpoint machen? Ich weiß es ehrlich gar nicht. Wollen wir hier das Planeten machen? Oder? Wir hätten eigentlich die Instanz schon längst machen müssen, aber... Ich weiß nicht, kommt man da irgendwie schnell hin? Oder müssen wir... Wo muss Miri eigentlich hin? Ja, den anderen Punkt. Wahrscheinlich. Ankunft des Propheten. Aber wo ist das? Wo musst du hin? Wo ganz anders hin? Okay, dann lassen wir da hinreisen. Im Taxi. Ich folge dir hier links, der Taxi stand. Oder so. Muss ich, um einen Flashpoint zu machen, immer zurück zur Hauptstation? Oder kann ich das auch von unterwegs starten? Wo ist denn der Taxityp? Hier, TT, Taxityp. Taxityp? Hier, guck, das in der Mitte ist bei mir, Rosa. Dann flieg mal da hin. Wie heißt der Ort? Taxi der oberen Promenade, Ankunft des Propheten. Okay, dann dahin. Ja, das ist richtig. Ich wünsche Ihnen einen. Da müssen wir supi. Musst du da nicht auch hin? Hui. Ja, ja. Für wie viel ich Abonnent geworden bin? Ja, ich zahle monatlich im Moment, weil ich es erstmal ausprobieren wollte. Aber wenn das so weitergeht und wir das viel spielen und streamen, dann werde ich da wahrscheinlich auch ein längeres Abonnement rausmachen. Aber ich wollte es halt erstmal ausprobieren und wie es bei euch ankommt. Das kommt auf jeden Fall viel besser an, als ich gedacht habe. Das wird auf YouTube mehr geguckt als jedes Nintendo-Spiel. Ich weiß zwar nicht warum, aber ist halt so. Angekommen. Hallo. Bist du auch schon da? Ja, ja, wir sind nämlich reingeflogen. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Ja, ja. Vielleicht kann man erstmal verscherben, ich muss mal meinen Schrott loswerden. Wo? Hier links. Ach, bei dem Roboter, ich dachte gerade bei dem Ding. Oh, wie nah muss ich denn da hin, hä? Du bleibst aber auch immer auf eine große Distanz stehen. Ich bin aber auch nicht so genau hin. Ist so genau. Der könnte beißen, ne? Ja. So. Kuchika, Luca, Chikotna. Hallo. Hallo, ich bin Baloui. Na dann, lass uns weitergehen. Jo. Wo bist du? Neben dir. Ach, hier. Hier rein? Jo. Oben bei der Karte die drei Köpfe, da kannst du mit einer Vollgruppe listen, was du aussuchen kannst, dann kannst du einen Flashback machen. Aha.
Ja, wir machen jetzt mal Miris Ankunft des Propheten und dann gucken wir mal, ob wir einen Flashpoint machen wollen oder nicht. Was fehlt denn da noch? Ein Heiler halt und einen Damage Dealer. Egal welcher Art. Haben wir wahrscheinlich eh alles dir. Ohne Ende. Wie weit müssen wir denn? Hätte ich das gewusst, wäre ich auch geflogen. Ja, ist noch ein Stück. Kann ja nichts für, dass du da so außergewöhnlich in Orten musst. Würde jetzt mal bitte die Map aufdecken. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Hier runter und dann. Was ist das für ein Ding? Eine Raupe. Raupi ist das. Ja. Oh, hier ist Disco. Warum ist hier gelbes Wasser? Ich bin reingetreten. In das gelbe Wasser. Ist die nackt? Okay, lass uns weitergehen. Wo müssen wir denn hin für dich? Ich guck gerade. Wo ist denn deine Scheiß-Typ hier? So kompliziert. Ich weiß nicht, wo du hin musst. Ich bin mir auch nicht so sicher. Ich sehe es vor allen Dingen nicht mehr. Das ist mein größeres Problem. Wie du siehst es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo du hin musst. Vorhin habe ich es noch gesehen, jetzt nicht mehr. In die andere Richtung, glaube ich, genau. Genau auf der anderen Seite rein oder so. Ach, da ist es. Du hast recht. Super gut. Jetzt habe ich es gesehen, ey. Bei den ganzen Sachen hier. Hui. Hui, das ist... Nicht ins gelbe Wasser, das ist eklig. Das hat aber auch genau den gelben Ton. Ja, danke. Ich wollte es gar nicht so genau hören. Danke, nein, danke. Nicht? Hier, komm. Warum bist du nicht reingeflogen? Warum wohl nicht? Hallo? Jemand da? Oh, irgendwer zu Hause? Hallo? Oh, was machen die denn da? Sieht verrückt aus. Oh, Destris, lieber grausamer Destris und reinlich. Wer ist das? So schön und intelligent. Ihr wart wie meine eigenen Kinder für mich. Schicker Schmuck. Das ist mich sehr, das tun zu müssen. Hört mit dem Schauspieler was macht auf Palladius. Ihr habt euch nie um eure Kinder geschert. Wir brauchen keinen Tyrannen als Vater. Ha, gut gesagt. Wundervolle letzte Worte. Ich habe wirklich nicht weniger erwartet. Darum fällt es mir auch so schwer. Was falsch mit dem? Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, meine anderen Kinder möchten mit euch spielen. Was? Sektenanführer. Was ist falsch? Was musst du machen? Leute töten. Warum? Was haben sie dir getan? Warum geht denn das jetzt schon wieder nicht? Schon besser. Aber kannst du mir die Storyline erklären, was hier passiert gerade? Ich muss irgendwas gegen diese Sekte tun. Ach so. Die Kavallerie. Danke für die Hilfe, aber ich habe alles im Griff. Tagasa Charis in Barks. Swase Ikbus Karadida. Was für ein Bus? Er sitzt mir auf meiner Seite. Das ist kein Holo, mit dem du da sprichst. Meine Gebieterin. Darfst du sie töten? Oder musst du den infiltrieren, den Clan? Ihr solltet ihrem Beispiel folgen. Aber natürlich. Brav. Entschuldigt. Kürzlich war ein Sith hier. Darth Sash. Sie sagte, sie würde ihn schicken, um uns zu helfen. Bash. Seid ihr das? Ja. Deine Anführerin. Tyrannische Kultistenführer auszuschalten, gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Gut. Denn die Vorstellung, dass Palladius frei herumläuft, während ich in diesem Rattenloch eingesperrt bin, macht mich krank. Oh. Palladius hat sein Imperium auf dem Rücken der Armen aufgebaut. Er versprach ihnen, sie von ihrem erbärmlichen Leben zu befreien. Er sagte, wir würden ein, was war es, ein mächtiges Schwert bauen und damit unsere Feinde vernichten. Alles Lügen. Alles Lügen. Aber wenn ihr die Unterstützung der Armen gewinnt, zieht ihr Palladius den Boden unter den Füßen weg. Hört sich gut an. Immer diese komischen Sekten, ehrlich. Bis zum Morgengrauen werden mich alle verehren. Gewinnt sie für euch, so wie es Palladius getan hat. Das findet dein Begleiter wahrscheinlich super. Die brutalste Bande in dieser Gegend. Hat er nichts dazu gesagt? Nee. Im Moment sind das die Kraits. Der Name stammt von den Kraitdrachen. Auf Tatooine. Gotzi. Ihr Anführer Gotzi. Saben, ja, genau. Von einem abstammt. Schaltet Saben aus und die Massen werden euch als Helden verehren. Schön. Miri. Wenn er gegen mich eine Chance haben will. Du, dich werden die Massen verehren.
Angeber. Bei allem Respekt, wenn ihr die Crates vernichtet, gewinnt ihr zwar Anhänger, aber nur bis eine andere Bande ihren Platz einnimmt. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Eine solche, die man die Fäule nennt, hat die Ärmsten der Armen auf Nar Shaddaa befallen. Das hört sich ja nett an. Kann aber geheilt werden. Und derjenige, der das vollbringt, wird nicht nur ein Held sein, sondern ein Prophet. Oh. Ja, dann heil mal die Ärmsten der Armen. Ich glaube, ich bleibe lieber bei dem, was ich kann. Mord und Totschlag. Direkte Konfrontation. Super. Das mag ich. Der Unterschlupf der Crates liegt im korellianischen Sektor. Na dann. Schaltet ihren Anführer aus und die Massen werden aufhorchen. Ah, klingt gut. Klingt super. Oh, Datenkristall. Yay, Glückwunsch, Level Up. Stufe 27. Yay. Oh, ich bin über dir. Oh nein. Wie böse bin ich eigentlich? Wow, bald bin ich Stufe 2 bei Böse. Gut, dass man hier auf der Map das nicht aussuchen kann. Miri, was, wie ist das denn? Sollen wir einen Flashpoint machen? Oder eher nicht so? Hm. Ich weiß nicht, wie lange wolltest du heute machen? Das haben wir noch nicht ausdiskutiert. Nee. Nicht wirklich. Wir können ja den Flashpoint machen und danach aufhören. Oder nicht? Hm. Sollen wir das nicht lieber wann anders machen? Können wir auch. Dann lass uns... Dann machen wir den Flashpoint wann anders. Nächste Woche. Nächstes Wochenende. Ja, mal gucken wann. Wir schreiben es dann, wenn wir das nächste Mal streamen. Wieder rein. Sonst kriegt ihr das ja mit. So, wir müssen jetzt wieder... Taxi, Taxi! Wo müssen wir hin? Ich glaube, im koreanischen Sektor, da war ich, glaube ich. Aber ich bin nicht ganz sicher. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwas abgeben. Also du deins und dann... Das Problem ist, auf dieser Minimap kann ich diesmal nicht erkennen, wo wir hin müssen. Wie? Man kann es nicht wirklich sehen. Das ist ja die Kacke auf dieser Map. Wo ist denn das scheiß Taxi? Da. Hier, vor uns. Die Taxi-Plattform. Ganz links. Ja, da muss da erstmal noch hin. Da war ich ja schon. Hab ich schon fast gedacht. Ah. Fliegen wir hin. Okay. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ui, ui, ui. Flieg und Sieg. Sieht so hässlich aus hier. Das ist auch ein scheiß Planet. Sind wir bald da? Das erinnert mich halt sehr an Star Wars, an den zweiten Film, ne? Sind wir bald da? Mit dem Raumschiff da überall rumgurken. Und überall durch diese Schluchten, wo man hierher fliegt, ne? Dass man ständig hoch und runter fliegt. So eine Scheiße. Sind wir da? Ja. Da bietet einer an, wer von uns beiden einen Avropu bekommen möchte. Gib ihn, keine Ahnung. Willst du einen Avropu haben? Willst du einen Avropu? Soll ich die beiden haben? Also ich hätte schon gern einen Avropu. Ich will ihn. Dann nimm ihn dir. Miri kriegt dann das nächste coole Haustier, was einer von euch uns schenken will. Ich nehme ein Katzi. Ja. Jedes Katzi. So wie du? Ah, hier sind alles Monster. Was ist denn hier los? Jemand hat dich angeschossen. Ja, wir werden angegriffen. Wenn wir uns beeilen, kommen wir durch. Okay, dann. Nein, ich komme da nicht durch. Ach, das ist dein. Ich wollte sie gerade angreifen. Ah, Papu. Okay. Okay. Wo müssen wir denn? Für dich müssen wir hier unten irgendwo rein. Ich hasse diesen Planeten. Seid ihr alle freundlich? So sehr. Hey Leute. Hier links müssen wir irgendwo hin. So. Wollt ihr eigentlich alle, hä? Zack, zack, peng, boom ins Gesicht, Schlag. Krach, peng. Nachschadabprügel habe ich. Ja, gekriegt. Ich auch. Ah, nee, das sind nur Bürger. Ich wollte gerade die umbringen, was soll's. Auch für dich. Ist aber nicht nett. Komm, komm bei. So, wir sind hinter dir. Und jetzt? So, ach, hier sind Feinde. Ja, dann. Aber nur ein Roide. Wow. Wow, der war ja... Da vorne ist der nächste. Wir sind ja nur komische Druiden als Feinde drin. Kleiner Einflussgewinn. Aha. Kein Einflussgewinn.
Du hast ja noch andere Begleiter. Manche Begleiter mögen halt das mehr, manche Begleiter mögen das andere mehr, also... Ey! Wo ist der denn jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Er ist plötzlich verschwunden. Was soll denn das? Schon tot. Wie einfach zu weit drüber gesprungen ist. Oh, wir müssen noch einen umhauen. Ja, also wir wollen noch ein paar mehr als einen geben hier. Schon alle tot? Ja, irgendwie schon. Ha, so langweilig. Hallo. Hey, wie geht's? Och, was soll denn das? Nicht immer wegspringen hier, weg, ne? Weg mit dir. Spring dahin zurück, wo du herkamst. Schon besser. Ausgeschaltet. Was musst du hier machen? Weiß ich nicht. Lord Saban töten. Lord Gaben? Warte. Was? Irgendeine Anspielung auf Steam? Das ist Lord Gaben. Ende Gelände. Yay, Level Up. Oh, sterilisierte was? Kein Einflussgewinn. Nein, kleiner Einflussgewinn. Und du? Ich mache überall jetzt nur noch Gier bei den Dingern. Okay. Wie gesagt, wer weiß, was man so braucht, wann nicht. Okay, bist du schon fertig hier? Ja. Lord Gaben getötet. Ja, ich muss Holo-Gespräch. Achso, ja, mach mal. Komm her. Mach einfach, ich werde dann eh wieder zu dir geportet. Meine Gebieterin, ich möchte mich für Gestras Verhalten entschuldigen. Das war kein Benehmen. Allerdings. Verschwendet eure Zeit nicht damit, diesen Narren in Schutz zu nehmen. Ich respektiere euch sehr. Ich dachte, ihr solltet das wissen. Oh, danke. Von euch geht eine Macht aus, die Palladius trotz all seiner Prahlerei und Befehle nie ausgestrahlt hat. Ach so, die... Ich muss nicht prahlen. Mein Wille geschieht, sobald ich daran denke. Was? Das meine ich. Ihr seid stark, falsch mit dir. Palladius nur vorgibt, es zu sein. Wie auch immer, wenn wir uns Palladius Kult vorknöpfen wollen, brauchen wir ein echtes Hauptquartier. Einen Ort der Zusammenkunft, an dem man Reden halten kann. Ich finde, es mir nicht übel, dass was musst du machen? Du musst eine ganze Sekte gründen, oder was? Ist das auch kein Trick, um Destris vor mir schlecht zu machen? Es tut mir leid. Ich dachte, die Sith schätzen Ehrgeiz, aber ich wollte sowieso nur helfen. Es ist das Haus Strell, das nach dem Wohltäter Dagon Strell benannt ist. Mhm. Die Leute haben zu ihm als Anführer aufgesehen. Wow. Er ist nun schon fast 10 Jahre tot, aber sein Name ist nicht vergessen. Ich dachte, es wäre vielleicht hilfreich, wenn sein Name im Zusammenhang mit dem euren genannt wird. Hm. Hauptsache, ich komme von hier weg. Okay, gutes Gespräch. Ja. Datenkristalle! Yay! So. Hui. Jetzt müssen wir. Hast du ihn schon mal gebufft in letzter Zeit wieder? Jetzt. jetzt müssen wir mal gucken. Ich bin nicht so ganz sicher, ob wir nicht für mich auch noch hierher müssen, aber. Können wir hier die Bürger eigentlich töten? Ups. Hast du. Ich habe, glaube ich, gerade unschuldige Bürger getötet. Was tust du? Tut mir so leid. Was ist denn falsch mit dir? War nicht meine Absicht. Mein Laserschwert ist mir ausgerutscht. Aus der Hand gefallen? Ja. Jetzt müssen wir nach unten. Nach unten? Da ist eine Quest. Wo ist unten? Hier auf der Map, einfach nach unten. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie durch. Nach Süden. Ja. Nee, lass mal Raumschiff in Ruhe. Ah. Ach, du willst du weiterfliegen, auch wenn sie dich schon angeschaut hat? Ja, ja, schon gut. Solange mein Raumschiff heile bleibt, ist alles gut. Okay. Aber das ist halt nicht immer gegeben. Hier unten müssen wir... Was blitzt dich denn die ganze Zeit 4 an? 4 Waffenverstecke und 3 chemische irgendwas. Ja. Ich sehe schon. Aber ich sehe nicht, wie sie aussehen. Oh doch, hier unten. Hier so ein Terminal. Piep, 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 piep. Huch, das fand ich nicht so gut. Tut mir so leid. Ich habe ein Waffenversteck erwischt. Gut. Oh hey, wie geht's? Was machst du so? Ein bisschen rumprügeln hier, ne? Und wie läuft's? Naja, es könnte nicht besser sein.
kaputt. Okay. Du hast ein Waffenversteck schon gefunden, ja. Okay? Na, dann rennen wir hier ein bisschen rum und suchen mal noch ein paar Verstecke. Hallo? Hallo, jemand zu Hause? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das meins war. Ach, so ein Arsch. Oh, Kassis! Oh, die sind böse. Oh ja! Nicht, dass uns gleich wieder einer hier so ein Waffenversteck klaut. Hat doch schon einer. Ja, aber da war noch sowas. Da hinten ist eins. Lauf, lauf, lauf! Wo? Ach da. Gut. Sehr, sehr gut. Da rechts ist auch noch eins. Ja. Oh ja, lauf, lauf, lauf! Diet, 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 diet. Jetzt brauchen wir nur noch, da hinten ist noch so ein Controller da rechts, schräg gegenüber. Ja. Siehst du ihn? Nein. Nein! Oder ist da was anderes explodiert? Ich hoffe nicht. Das war was anderes. Lauf schnell! Ja, ich beeil mich! Ja, geschafft. Noch irgendwo okay, davon noch eins. Irgendwo muss da noch eins rumstehen. Da hinten in der Ecke. Da steht ein Katze daneben. Katzi! Berlin! Ich mach nur hier die Konsole kaputt. So. Das fand ich aber alle nicht so cool, was du da gemacht hast. Egal, wir müssen eh noch Bonustruppen besiegen, also soll's. Bonustruppen besiegen, ja, das klingt nicht ganz so, wie ich sagen wollte. Was? Okay. Fertig. Das war jetzt langweilig. Irgendwie schon. Gut, reisen wir. Schnell reise, nein. Nein, nein. Wir müssen hier links eher. Für dich, zu deinem Unterstopf. Wir müssen halt einmal gucken, wo ich hin muss. Ich habe nämlich echt keine Ahnung. Kein bisschen im Moment. Was musst du überhaupt machen? Baloui benutzt mal öfters Würgen. Stimmt, ich habe ja Würgen gekriegt. Habe ich noch gar nicht benutzt. Super. Warte hier, ach nein, das sind Geheimdienstler. Die sehen so böse aus, ne? Hallo, was hier? Hallo? Ach, hier ist nur eine Kantine. Oh. Komm mal her. Hier musst du einmal mit der Maus drüber gehen. Über da was? Da steht er entdeckt hier rechts mit dem Ding. Da steht er entdeckt, bla bla bla. So. So. Ja, ja, schon. Ach, das war mein aber. Ah. Hä? Nix, alles gut. Hallo? Ugaga, uga, aga. Godoba, bitte. Ich habe gute Neuigkeiten. Versuchen Sie nicht, uns zu täuschen. Das versuche ich nicht. Aber ich möchte euch jemanden vorstellen. Meine Freunde, erlaubt mir, euch die Hi. Verbündeten des diplomatischen Dienstes ich bin Baloui. Vorzustellen. Ich bin Miri. Das Schattensyndikat. Ich will keine Einheimischen treffen. Schafft sie fort. Es dauert nicht lang. Sie müssen erfahren, was ihr getan habt. Godoba der Hutte. Was haben wir getan? Besitzer vom Club Vertica Casino und von 5 Stadtsektoren. Euer Schiff ist in seinem Raumhafen angedockt. Hi. Ja, toll. Wir sind in deinem Gebäude. Was haben wir mit den Hutten falsch ist? Der Arbeitsallianz. Es gibt keine besseren Sklavenhändler in der Galaxis. Es ist mir eine Freude. Und hier noch DXTX, Primärschnittstelle des DX-Vernichternetzwerks. Ihre zerstörerische Kraft ist bemerkenswert. Das sieht aber scheiße aus. Zulässig. Sie vertreten wichtige Mächte auf Nar Shaddaa. Der hat Hasenzähne, der Roboter. Die Exchange hätten sich ihnen anschließen können. Doch dank eures Angriffs müssen wir uns um die Exchange keine Sorgen mehr machen. Ja, haben wir gut gemacht. Bitteschön. Ja. Zu schade. Ich hätte noch Lust. Hab ich auch geklickt. Dann habt ihr und wir alle vielleicht Glück. Die Frau hat euch belogen. Was? Sie ist gescheitert, wo viele Emporkömmlinge vor ihr schon gescheitert sind. Was? Und jetzt zahlen wir alle den Preis. Muss ich sie töten? Ich hätte euch erledigen sollen und nicht die Exchange. Boah. Ich bin sicher, sie übertreiben. Sie...
Was? Hier steht eine Armee von durch Stimulantien verbesserten Kämpfern und kybernetisch verbundenen Attentätern auf. Die Produktion von Detonierungsdroiden wurde erhöht. Ah, gut. Wenn Ukabi seine Lektion nicht Detonierungsdroiden, das klingt aber gut. Sich um seinen Gnadenstoß kümmern. Schweigt. Ihr habt schon genug Ärger angerichtet. Quell, bist du fies? Auf dem Weg sind. So wie ihr seine Einrichtungen zerstört habt, wird er unsere zerstören. Ah. Die Promenade, Fabriken, Sklavengefängnisse. Ukabi zieht Energie für seine chemischen Verbesserungseinrichtungen ab. Das sieht so lächerlich aus. Er muss aufgehalten werden. Ich bin keine Strategin. Was schlagt ihr vor? Tja, es gibt nur eins. Soll die Exchange ruhig Zivilisten angreifen? Wir treffen mitten ins Herz. Was sind das für Verbesserungseinrichtungen? Ach, meine Begleitung ist natürlich dagegen. Ihr müsst die Tanks zerstören. Super, Kolto, das ist Heilungszeug. Ich alarmiere unsere Truppen hier und habe ein Auge auf das Schattensyndikat. Wir reden weiter, wenn ihr zurück seid. Oh, da gibt's was Neues. Oh, was ist das? Zeug. Nehmen wir mal das hier. So. So, was machen wir als nächstes? Sachen töten? Ja, wie immer halt. Alles vernichten, was hier rumsteht. Ja. Hallo, wo läufst du hin? Tschüss. Raus. Tschüss. Ich muss mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wir müssen irgendwie zum... Da, wo es rosa ist. Hm? Irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte, weil ich meine Storyline noch nicht vorantreibe. Das ist nicht richtig. Das ist auf gar keinen Fall richtig. Ich muss mal gerade suchen. Oh nein. Scheiße. Du musst woanders hin, oder? Im Taxi. Ich muss unter Schutzlupf des Roten Kartells. Verdammt. Hm. Zarak. Dann lass uns mal erstmal. Aber. Ich so weiß nicht, was richtig hier ist. Lass uns erstmal mal meins machen. Ja? Können wir da vielleicht eine Schnellreise hin? Ich guck mal gerade. Wenn ich nur wüsste, wohin, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich hasse diesen Planeten, ehrlich. Weil man sich hier nicht orientieren kann. Kein bisschen. Lass uns mal zur Promenade reisen, ganz in die Mitte. Schnellreise? Ja, Schnellreise, Promenade. Siehst du das? Raumhafen? Nein, ganz in der Mitte. Achso, das am rechtesten. Ja, mal gucken, was da ist. Und ob ich von da aus irgendwie zu meinem Typ fahre. Ich soll dich von Grades oder Grades grüßen. Der hat gerade im Allgemeinchat gelesen, dass ich geschrieben habe. Und er weiß, glaube ich, da nicht, dass ich streame und so. Soll ich grüßen? Okay. Einer unserer Zuschauer. So, da unten ist... Wo müssen wir denn hin? Das wäre auf jeden Fall was für dich. Aber warte, das Taxi hier ist rosa. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Okay, pass auf, jetzt gehen wir erstmal zu deinem Typen. Komm. Wenn wir schon mal hier sind. Ich bin so verwirrt. Ich glaube, was anderes kann man hier auch nicht sein. Ich hasse diesen Planeten. Ich verstehe die Map nicht. Also kein bisschen, wie das Nein, hier, wo wir hier hin müssen. Ich verstehe auch nicht, wie das logisch aufgebaut ist. Ich muss nach rechts oben in die Ecke. Aber ich glaube, du noch nicht und vielleicht du nachher, oder? Ja. Bisher waren die Quests ja immer, dass man schön parallel zusammen leveln konnte. Aber es ist jetzt wie so, dass dem nicht mehr so ist. Das glaube ich irgendwie nicht. Hui. Oh, diese schönen Bäume. Wow. Gut, dass man die Wurzeln sieht. Ja, weiß so jemand modern. Nicht, wie Bäume normalerweise aussehen, wenn sie normal stehen? Hier rein? Ja, los, rein mit dir.